Ja. Hallo Freunde, heute wollen wir mal auffüttern der Bienen. Dafür brauchen wir eine Zugwaage anmachen, die Einheit auswählen, Kilogramm, dann einmal auf Tare drücken. Hinten einhängen und die Beute hochheben. Warten, bis es piept. Wert ablesen, 10 Kilo. Hat jetzt die gesamte Beute auf der einen Seite angehoben. Wenn ich jetzt vorne messe, wären es genau wieder 10 Kilo, also 20 Kilo haben wir schon. Und bei der Segeberger Beute, 1,5 Tage, ist das Ziel 30 Kilo. 30, 32 Kilo. Das heißt, wir müssen noch mindestens eine ganze Futterzarge auffüllen. Ich klappe hier immer die Gase hoch, damit die Bienen hochkommen, aber nicht unter die Futterzarge kommen. Das Fassungsvermögen von dieser Zarge ist ausgerechnet 7 Kilo. Das heißt, ich kann die jetzt befüllen. Und ich habe schon mal nebenan vorbereitet. Die würde ich gleichzeitig mit befüllen. Ich benutze einen flüssigen Buttersirup, da um diese Zeit kein fester mehr angenommen werden würde. Aufpassen, dass es nicht überläuft. Auch nochmal, das Futter ist geruchsneutral. Ich will also keine Bienen anlocken. Ich will keine Räuberei hervorlocken. Das habe ich mit den anderen Völkern schon gemacht. Zeige ich das jetzt nur bei diesen beiden Völkern. Wichtig ist nur, dass ihr einmal übers Gitter geht. Großzügig. Wie gesagt, das ist geruchsneutral. Damit die Bienen auch nach oben gehen und sich das da rausholen. Gleichzeitig würden sie das jetzt hier unten eintragen. Und so füttern wir jetzt die Bienen auf 30, 32 Kilo auf. Wie gesagt, mit der Zarge, mit allem drum und dran. Hier ist es auch von Vorteil, wenn man den Kunststoffbodenschieber hat. Da dieser robuster ist als das Styropor, hier kann man einfach den Haken einhaken und die Beute dann hochheben und wiegen. Das Ganze gewogen wird mal 2 genommen. Das Ergebnis wird von den 32, 30 Kilo abgezogen, so dass wir noch ungefähr 10 Kilo, 11 Kilo, die wir auffüttern müssen. Das habe ich jetzt mit gut 5 Kilo getan. Und das heißt, ich werde nochmal auffüttern müssen. Aber erst im Dezember nach der Oxalsäurebehandlung. Nein, Quatsch, vielleicht mache ich das schon eher. Muss ich mal schauen. So, Deckel wieder drauf. Hier ist halt der Vorteil bei den Segeberger Futterzargen. Die haben halt den Kanal zum Aufstieg. Können einmal rüber, können sich hier bedienen. Das Ganze ist schräg, sodass der Futtersirup hier runterläuft. Die Bienen können hochklettern, sich den Futtersirup wegschlecken. Und innerhalb von 3 Tagen sind diese 7 Kilo weg. 5 bis 7 Kilo. Was haben wir noch so gemacht zur Vorbereitung? Wir haben vorne Mäusegitter eingebaut.
Alle Völker haben jetzt ein Mäusegitter davor, damit, damit im Winter die Mäuse sich nicht dort einnisten. Und ja, zusätzlich bleibt das, bleibt der Bodenschieber drin. Varroa-Kontrolle ist ja jetzt abgehakt. Der Bodenschieber bleibt aber jetzt drin. Ganz einfach, damit die warme Luft im Stock besser bleiben kann. Der Boden hat einen Gitterboden, so wie hier, damit die Bienen von unten belüftet werden. Ist auch Ansichtssache, viele sagen, das braucht nicht. Ein Boden, der unten zu ist, den gibt es in der Natur auch nur. Wenn man jetzt am Baumstamm denkt und da ist ein Loch drin mit einer Höhle, ist da auch kein Bodengitter drin. Naja, wir haben uns dafür entschieden, mit Bodengitter für die Belüftung. Und der Unrat, der kann unten rausfallen. Ja, das Ganze ist, wie gesagt, in 2-3 Tagen aufgegessen, unten eingetragen. Spätestens dann wird nochmal eine Kontrolle gemacht, die Königin da ist. Wie gesagt, Ameisensäure ist gerade, die Behandlung ist gerade abgeschlossen. Aber ich will noch einmal reingucken, ob die Königin vorhanden sind. Nicht, dass mir da eine flöten gegangen ist während der Behandlung. Ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal. Husch. Ja, da nochmal die Bodenschieber drin. Alle Bodenschieber drin. Huip. Von vorne zeige ich euch nochmal die Mäusegitter. Überall sind die Mäusegitter eingebaut. Ja, das war's, Freunde.